Melanie macht es Kurt in München. Nee, Kurt sagst du, ne? Es geht beides. Kurt. Ich finde Kurt viel schicker. Das ist ein Stadtmagazin. Das passt so ein bisschen zu diesem City-Max-Thema. Es ist aber ein selbstinitiiertes, sehr independenthaftes Magazin. Lauter Leute arbeiten da, die, na, nicht umsonst arbeiten, aber... Doch, tatsächlich. Also ja. Es ist ein Herzblutprojekt, eine Herzensangelegenheit. Also wir müssen natürlich irgendwie Druckproduktionskosten zusammenbekommen. Das kriegen wir mal mehr, mal weniger gut hin. Wird aber kostenlos verteilt, liegt genau, überall aus in der Stadt. Genau, aus, erscheint viermal im Jahr und hat jedes Mal ein Überthema. Ja. Das ist Melanie und Kathi Krause. Haben Sie gestern Morgen gesehen mit dem Vortrag. Sie hat mir erzählt, dass sie eigentlich gar keine Designerin ist, sondern Journalistin, aber dafür versteht sie sau viel von Design. Also ja, es geht auch. Du fängst an. Ich wurde jetzt zumindest verkabelt, ich weiß nicht. Ja? Okay. Dann, okay, Spot. Spot an. Ja gut, erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, dieses absolut irre Projekt umsetzen zu dürfen, ein Magazin in 2 Tagen zu machen, analog, all inkel. Danke an Professor Würgeter und an das Orga-Team von ihm, Franzi und Carina, und danke auch an die Teilnehmer des Workshops natürlich, ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wäre. Die Teilnehmer waren top motiviert, hatten langen Atem und haben das Ganze auch bis zum Ende hin gedacht. Sind jetzt nicht alle da, leider. Ich möchte trotzdem sie namentlich erwähnen. Das war die Susi Bauer, die Julia Subay, der Armin Reinhold, die Marlin Rebke und Maria Bauer und Petra Kitzenberger. Die beiden sind heute da im Publikum. Ja, es läuft jetzt so ein, ich habe jetzt mit meiner schrottigen Kamera so ein bisschen Workshop-Atmosphäre aufgenommen. Vielleicht können wir den Film einfach mal laufen lassen, während ich jetzt so ein bisschen drauf laber. Team Analog hat sich auf die Magazinreise begeben. Ich habe bewusst im Vorhinein keine Vorgaben gegeben, sondern wollte mit dem Team von der Konzeption über die Positionierung, über den Namen, über die Optik, über das Gestaltungsraster, über die Bildwelt, über die Typo und natürlich die Produktion und das Cover das Ganze mit dem Team selber erarbeiten. Knackiges Unterfangen, wie ich festgestellt habe. Wir haben so eine Art Mini-Redaktion nachempfunden und Units gebildet. Und wir haben uns natürlich Fragen gestellt, also zum Thema Metropolitan Idea, so war das Thema, natürlich gebrainstormt, aber wir haben uns auch Fragen gestellt wie, was wollen wir eigentlich für ein Magazin? Ist es ein Stadtmagazin? Ist es vielleicht ein Kunst- oder Fotomagazin? Ist es irgendwas im Lifestyle-Bereich? Welche Zielgruppe haben wir? Welche wollen wir ansprechen? Ist es eher vielleicht eine klassische Gestaltung oder irgendwas Trashiges? Welches Format wollen wir? Was ist unser USP? Und auf all diese Fragen hatten wir zwar irgendwann Antworten, aber damit war auch Tag 1 schon vorbei. Somit, so wie zum Thema Konzeption, ist ja auch nicht unwichtig. Es entstand latent Panik im Team. Das ganze 2 Tage war eigentlich auf von 8 bis um 5, glaube ich, bis um 6 angelegt. Faktisch haben dann aber die Leute um 10 Uhr, um 11 Uhr nachts immer noch gewerkelt. Und unglaublicher Anspruch für diese lächerliche Zeit. Ja, also ja. Ja, in der Tat. Tag 2 war immer noch Panik, aber dann haben wir Gas gegeben und haben uns um Satzspiegel, Schriftenauswahl, Bildwelt und Look and Feel gekümmert. Und vor allem haben wir uns auf die Benefits von Print konzentriert, worum es ja auch ging. Also Papierbeschaffenheit und was auch, welche Möglichkeiten haben wir, das vielseitig irgendwie anzuwenden und den Leser auch so ein haptisches Erlebnis zu geben. Und da komme ich auch jetzt schon zum Ergebnis. Da wäre jetzt das Magazin, was wir gemacht haben, quasi hier eingespielt, weil so ein einzelnes Ding natürlich kann ich jetzt auch nicht zeigen. Es ist ein Unikat geworden. Ja, wir wollten die Themen eben nicht nur visuell darstellen, sondern auch haptisch für den Leser erlebbar machen. Das Magazin Metropolitan Idea zeigt in seiner ersten Ausgabe mit dem Fokus auf München durch eine kleine Reise durch die Stadt und in dem Betrachter quasi mit. Es ist komplett schwarz-weiß gestaltet, auch die Bildwelt. Das sind so quasi die ersten Parameter auch, dachten wir uns in der Stadt, Asphalt und Beton. Dennoch setzen wir mit einer Sonderfarbe, soll jetzt in dem Fall Neon-Orange sein, einen Akzent, weil ja die Stadt auch natürlich lebendig ist durch Menschen und Farben. Manche Eindrücke einer Stadt passieren erst im Nachhinein, wenn man zum Beispiel um die Ecke denkt, dass sich ein Bild vervollständigt. Natürlich darf die Münchner Ikone Monaco Franzi nicht fehlen, denn da besser was geht immer. Und eine Metropole ist auch immer in Bewegung.
Das haben wir so aufgegriffen, der Leser dreht quasi das Magazin, wenn er möchte, und bewegt sich dadurch auch. Die Artikel sind auch schnell konsumierbar durch Bits and Pieces. In einer Stadt leben natürlich auch Menschen, die die ganze Stadt ausmachen, Einheimische als auch Fremde. Sie beleben die Stadt und hinterlassen auch Handschriften in der Stadt. Am Ende setzt sich eventuell ein komplettes Bild der Stadt zusammen und man hat vielleicht einen anderen Eindruck wie auf den ersten, ist ja nicht mal der beste. Und das waren jetzt einfach mal ein paar Auszüge, also was wir jetzt einfach mal angelayoutet haben von der Idee des Magazins. Das Besondere an dem Magazin, jetzt muss ich klicken, das war jetzt zurück. Genau, das Besondere an dem Magazin ist mitunter auch, dass es ist die Sicht von oben, dass es überhaupt nicht gebunden ist, sondern dass es ein Leporello-Magazin, als Leporello-Magazin konzipiert ist. Das heißt, man kann es komplett auseinandernehmen, man kann es wieder zusammensetzen, neu falten, für sich selber irgendwie was Neues interpretieren, auch was rausnehmen. Es ist als überregionales Magazin angesetzt mit lokalem Fokus und damit auch eine Einladung zur nächsten Reise in einer Stadt. Go for Print, vielen Dank. Bevor jetzt die Kathi startet, also ihr erinnert euch, das ging ja darum, auch so ein bisschen rauszukriegen, was kann denn Print und was kann denn digital? Ich finde, Print kann eine Menge, also ne, sowas, das ist schon die Frage. Ist das an? Ja, ich bin schwer beeindruckt. Wie auch jetzt sehen wir es schon, ich habe leider eine viel weniger professionelle Präsentation. Ich wollte das auch noch erst noch gar nicht zeigen, aber da ist es. Wir hatten, also mein Workshop hatte das zweifelhafte Glück, eben nicht an eine Gestalterin zu geraten, sondern an eine Journalistin. Wir haben uns also sehr viel auch gerade am ersten Tag mit der Idee, wie funktionieren eigentlich digitale Medien beschäftigt, auch weil die Workshop-Teilnehmer bis auf einen gar nicht, die kamen eigentlich alle hauptsächlich aus dem Printbereich und wollten es eigentlich deswegen mal lernen. Das haben wir gemacht. Erster Tag war auch komplett Konzeption. Wir haben auch das Thema Metropolitan Ideas aufgegriffen und haben gesagt, wir machen ein lokales Medium draus. Wir machen ein Magazin, das eine Brücke baut zwischen irgendwie Visionen zur Stadt und der Realität. Und das gerade auch den Bürgern die Möglichkeit gibt, an diesem Brückenbau teilzunehmen und auch mitzureden. Das Ganze nicht dann immer von Geschichten ausgehend. Als gute Digitaler haben wir auch alle Fotos geklaut. Ich hoffe jetzt mal, dass einfach nicht die Fotografen hier jetzt zufällig im Publikum sitzen. Es tut mir leid, es wird wieder gelöscht alles. Das Magazin heißt Stammtisch. Magazin für Münchner. Es ging darum, eben man redet auch mit. Wir haben es auch komplett selbst programmiert. Wir haben nämlich auch die fragwürdige Entscheidung getroffen, eben nicht das auf WordPress zu bauen oder irgendwas, sondern das komplett selbst zu probieren. Die eine Person, der eine Teilnehmer, der es konnte, blieb es dann hängen. So sieht es aus. Hier haben wir die Homepage. Seht, ich bin jetzt zum Beispiel sehr stolz hier auf diese schöne, dass das Logo so kleiner wird. Ein paar kleine Gimmicks haben wir noch geschafft reinzubauen. Es wurde, nicht alle Ideen konnten umgesetzt werden. Es gibt ein Portal für Debatten, das ist eigentlich die Idee. Also es sind sowohl Geschichten als auch Debatten, Visionen und Debatten. Das hier ist das Standard-Artikel-Layout. Man kommt auch nicht weiter zum nächsten Artikel. Und Debatten, das Debattenportal sieht so aus, wir haben es genannt, das Für und Wider. Man bekommt immer zwei Meinungen. Die Leser dürfen dann mitdiskutieren, Für und Wider. Man kann dann Kommentare nach oben voten. Und wir haben wie gesagt, digital soll auch immer irgendwie ein bisschen nützlich sein. Wir haben eine Guide-Funktion rein. Wir haben zum Beispiel hier
eine Übersicht über aktuelle große Bauprojekte in der Stadt München, über die man dann auch wieder sich informieren und eben mitdiskutieren kann. Ideen waren auch zum Beispiel Artikelformate wie man fragt Experten, lässt sich irgendwas in einer Stadt denn umsetzen, also lässt sich bestimmte Ideen in München umsetzen. Wir machen Videorundfahrten, das ist jetzt die Stadtrundfahrt, da fragen wir Leute mit guten Ideen, was sie dann in München so machen würden, wenn sie alles machen könnten. Das CMS bauen wir wahrscheinlich im nächsten Workshop. Jetzt wollte ich gerade noch sagen, auch noch die Workshop-Teilnehmer vorlesen. Drei sitzen hier im Publikum, die anderen drei konnten nicht da sein. Das waren Michael Nolan, Philipp Lebert, Lea Roth, Kasimir Reimann, Anna Sichelska und Dietmar Lier. Und ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Wir haben ganz großartige Arbeit geleistet. Bis spät nachts. Siegerpokal oder was geben. Und dann sind meine Studis auf die Idee gekommen, das wäre doch eine ganz tolle Idee, dem Siegerteam einen Kasten mit Club Mate zu überreichen. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass in dem Team drei davon überhaupt nicht mögen. Also das heißt, die wollen das gar nicht. Jetzt steht da unten ein Kasten mit Club Mate, 20 Flaschen. Und jetzt haben wir das Problem, wie kriegen wir 400 Leute, also sozusagen, oder wie schaffen wir es, dass wir diese 20 Flaschen so verteilen, dass 400 Leute zufrieden hier rausgehen. Das kriegen wir nicht hin. Also der Kasten steht da vorne. Wir trinken ihn aus, oder? Mit allen. Ja. Also Fight sozusagen, ja, super gemacht, toll. Ich bin vollkommen begeistert gewesen. An dem Mittwochabend um 10 Uhr habe ich euch dann rausschmeißen müssen, weil die Veranstalter hier gesagt haben, nee, jetzt ist mal Schluss. Und da wart ihr aber noch mittendrin. Ja, super. Danke, danke.